Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Spiel mit mir, Apps und Games. Und es geht heute mit dem Lego Ninjago Tournament weiter. Wir waren letztes Mal bei Welle 26 und das geht heute weiter. Oder da geht es heute weiter mit unserem Lloyd aus dem Dschungel. Der Kampf geht weiter. In der letzten Folge, da haben wir den Meister Chen, Meister der Elemente, besiegt. Und ich dachte eigentlich, danach wäre es vorbei. Also auf dieser Insel hier. Aber wir versuchen weiter unser Glück. So, und jetzt kommt wieder der Titandrache. Glaube ich, ja. Und der schießt hier und dadurch werden wir langsamer. Spinjutsu! Keine Chance. Er schießt auch da immer, wo wir sind. Echt cooles Spiel für Android und iOS. Ist echt cool, Leute. Macht sehr viel Spaß. Wir haben hier den Lloyd momentan. Oh, oh. Spring doch! Oh, 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 das ist ja ein besonderer. Ich mal als erstes passen. Nicht langsamer geworden, aber die auch. Nein! Spring! Rollt! Eingefroren! Spinjitzu! Okay, sehr gut. Auch der Titandrache ist weg. Und schaut euch das an. Das wird immer mehr. Das werden immer mehr hier. Spinjitzu! Keine Chance. Mit dem digitalen Steuerkreuz hier unten links steuern wir unseren Lego. Turner, Meister der Geschwindigkeit. Den hatten wir doch schon. Kommen die hier immer wieder. Weiß doch, was wir hier nachmachen. Hier nach holen wir uns einen neuen Ninja, Leute. Oh oh. Das war kein Problem für uns. So. Und. Das sind die Herausforderungen. Eine haben wir geschafft. Giftgerangel. Ne, besiege 6 Feinde mit Hilfe der. Nein. Herausforderung des Tages, besiege 500 Feinde. Oh, mal gucken, ob wir das schaffen werden heute. Aber zuerst einmal gehen wir raus. Wir wollen uns einen neuen Ninja holen. So, das haben wir heute jetzt geschafft mit der letzten Folge zusammen. 5 Hauptgegner besiegt, Wellen überlebt, 30 Feinde besiegt, 110. Und wir haben wie viel insgesamt gesammelt? 116.000, neuer Rekord. Echt cool. So, es geht weiter. Unser Lloyd ist jetzt schon Level 3. Sehr cool, das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, das ist hier die Tempelgalerie. Wir gehen jetzt nochmal in die Inselarena zurück, aber wir wollen jetzt jemand anderen mal. Vielleicht mal diesmal Kai im Dschungel. Oder mal jemand ganz anderes. Jay Dschungel. Das ist Cozy X. Boah, 6 Millionen Gold. Cole als Lehrer. Cole in Gold auch 6 Millionen. Vielleicht nehmen wir mal Cole Techno. So. Bei dem bleiben wir jetzt auch. Seine Spezialfähigkeit ist das Spinjitzu. Kein Fernangriff, aber Ausweich- und Sprungangriff geht auch bei dem. Wir fangen wieder bei Level 1 bei ihm an. Mal gucken, was der so drauf hat. Oh.
So, es geht weiter. In Chance Insel Arena. Wow, der sieht ja echt cool aus. Boom! Oh, der ist. Ja, der ist nicht so schnell, glaube ich. Wie Lloyd, habe ich das Gefühl. Aber dafür wahrscheinlich stärker. Ja. Bin ich mal gespannt. Oh, der Sprungangriff sieht natürlich auch sehr cool aus diesmal. Mit der Faust in den Boden. Und die Welle wird freigesetzt. Wow. Nee, der Lloyd gefällt mir ein bisschen besser, ehrlich gesagt. Der ist mir ein bisschen zu langsam. Der ist mir ein bisschen zu langsam, ja. Da war doch Lloyd schneller. So, Spinjitzu. Wow, auch eine coole Farbe. Alles klar, auch diese Welle haben wir. Paleman, Meister des Lichts. Nee, mit Lloyd waren bessere Kombos möglich, bin ich ehrlich. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass... Cole die Schläge oder die Angriffe mehr Schaden verursachen. Oh ne, das war ein Fehlkauf, glaube ich. Aber ich versuche natürlich weiter mein Glück gegen Paleman. So, er hat sich wieder versprungen sichtbar gemacht. Wir leuchten schon rot. Es ist nicht mehr viel über. Spinjitzu! Oh nein, das war falsch. Oder? Doch, ja, jetzt haben wir es geschafft. Okay, wir haben uns auch wieder ein bisschen regeneriert. Aber ich muss sagen, Lloyd gefällt mir ein bisschen besser, Leute. Was sagt ihr? Welche Erfahrungen habt ihr denn so gemacht? Schreibt es doch mal in die Kommentare. In der nächsten Folge dann vielleicht mit einem neuen Kämpfer. Gucken, wen wir uns dann leisten können. Ich muss natürlich erstmal ein bisschen sammeln. Das Lloyd auf jeden Fall schneller, habe ich das Gefühl. Ihr merkt, ich bin Lloyd-Fanboy. Okay, der Titandrache. Ich glaube, wenn der weg ist, dann machen wir Feierabend mit dem Cone. Ist Cone gewesen, ja. Schnell, schnell, schnell weg. Nein. Auch das Spinjitzu-Attacke ist hier super effektiv. Genau wie bei dem Lloyd. So, jetzt sind mal meine Gegner langsam geworden. Und ich auch. Ich voll gut. Okay, der Titandrache ist weg. Unser Zeichen für heute. Das Video zu beenden. Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wen sollen wir denn vielleicht mal kaufen? Schreibt doch in die Kommentare, mit wem sollen wir es noch versuchen. Bisher gefällt mir der Lloyd am besten, aber wir hatten auch nur zwei Kämpfer bisher. Deswegen müssen wir noch ein bisschen testen, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst ein Abo da, wenn euch dieses Video gefällt oder auch andere Videos. Wenn euch das Video gar nicht gefällt, gerne auch einen Daumen runter. Aber lasst doch auf jeden Fall trotzdem ein Abo da. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!